Das ist Paulchen. Und Paulchen hat ein Problem. Er verstößt gegen EU-Recht. Deshalb hat Annemarie Gräser jetzt Post vom Veterinäramt bekommen. Sie würden mir den zwangsentfernen, weil ich eben, ich sag jetzt ruhig auch mal, eine bockige Alte bin, würden Sie mir eventuell den Ziegenbock auch nicht wiedergeben. Denn Paulchen trägt seine Marke um den Hals. Das geht aber mal so gar nicht, denn die Marke gehört ins Ohr. Ist eine EU-Regelung und das Veterinäramt geht diesem Verstoß gegen Recht und Gesetz jetzt nach. Im Amtsdeutsch heißt es: Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die Ohrmarken der Ziege nicht im Ohr befinden und das Tier damit nicht fälschungssicher gekennzeichnet ist. Denn Ohrmarken am Halsband können jederzeit abgenommen, verändert oder einem anderen Tier umgehängt werden. Paulchen lebt nämlich nicht alleine. Neben Annemarie Gräser gehört auch noch Pony Balu zur Herde. Und die EU-Verordnung wurde ja gemacht, damit im Falle von Seuchen Infektionsherde gefunden werden können. Nur in Paulchens Herde sind gar keine anderen Ziegen oder so. Dann ist die Infektionsgefahr ja bei... Also hier ist es wirklich gleich null. Naja, okay. Außerdem findet die 77-Jährige die Marken an den Ohren unfassbar hässlich und macht sich Sorgen um Paulchens Gesundheit. Ich möchte ihn davor bewahren, dass er jetzt die großen Schmerzen ertragen muss. Denn die Niete von diesen Ohrmarken ist 3 mm stark. Und die müssen in seine Ohren gestanzt werden. Das tut aber gar nicht so weh, sagt das Veterinäramt. Muss aber sein. Da der Fachdienst Veterinärwesen nur ausführende Behörde ist und keine Möglichkeit hat, bestehende Gesetze und Verordnungen zu umgehen, gibt es keinen Spielraum. Paulchen ist mittlerweile 5 und nur durch Zufall hat das Amt nach Jahren gemerkt, dass er keine Marke am Ohr hat. Doch nachdem Annemarie Gräser jetzt 1,5 Jahre für seine Ohren gekämpft hat, gibt sie auf. Ich habe mich jetzt dadurch, dass ich nächtelang nicht geschlafen habe und mir alles durch den Kopf gehen lassen habe, aber ehe ich das Paulchen verliere, werde ich ihm die paar Schmerzen dann auferlegen müssen. Tja, Paulchen, Gesetz ist Gesetz. Auch wenn man als Ziege darauf keinen Bock hat.